Moin Moin und herzlich willkommen, hier ist wieder das Ding. Es sind ein paar Tage vergangen und es ist wieder Zeit für ein neues Video. Jo, am Anfang ein kleiner Geburtstags-Shoutout. Und zwar hat Geburtstag da X Penne X. Herzlichen Glückwunsch, Tim, zum 17. glaube ich. Jawohl. Ein Paket habe ich bekommen, es kommt aus Österreich. Und ja, wer die Überschrift lesen kann, der weiß, was drin ist. Aber ich verrate jetzt noch nicht, dass da Ventilatoren drin sind, die für USB gedacht sind. Und zwar zum Anschluss an Computer oder PC, Mac, was auch immer. Überall, wo USB dran ist, könnt ihr es anstecken. Also werden wir das hier mal aufdoktern. Einmal. Und ne? Zweimal. Dann gucken wir mal, wo der Kuchen hier aufgeht. Hier brauchen wir auch noch einen Schnitt, den ihr wieder mal wahrscheinlich nicht sehen könnt. Auf Kamera, aber ne, egal. So. Tada! Mal wieder extrem viel Verpackungsmaterial. Und da haben wir die Ventilatoren. Und mehr ist da auch nicht drin. Dann brauchen wir den Karton schon mal nicht mehr. Schabupp. Pam! Gut, hier haben wir Ventilatoren an der Zahl 1, 2, verkehrt rum, 3, 4, 5. Das Ganze habe ich bekommen von, lasst mich kurz gucken, dass ich mich nicht verzettel, Trading Ship aus Österreich. Vielen Dank an Mario ganz persönlich für die nette Kommunikation. Und ja, ihr könnt das Ganze natürlich finden auf www.tradingship.at. Da könnt ihr mal sehen. Das Ganze wird natürlich auch nochmal wieder eingeblendet und so weiter und so fort. So, dann wollen wir das Ganze doch gleich mal testen. Die tun wir mal auf die Seite und jetzt werden wir das Ganze mal aufdoktern. Dafür brauchen wir natürlich wieder das Messer. Jo, das Ganze sieht so aus, hat einen jo, schwenkbaren, knickbaren, drehbaren, dehnbaren Hals. Und das Ganze werden wir jetzt mal an USB anschließen und dann zeigen wir euch einfach mal, dass das auch funktioniert. Und er funzt und bläst und macht Wind und das nicht zu knapp. Ah, sehr entspannend. An heißen Tagen sehr geil. Ja, einen Ein- und Ausschalter gibt es leider nicht. Den könnt ihr nur an- oder abstecken. Also entweder läuft er oder er läuft nicht. Tada. Jo, aber ich sag mal so, das Ding ist super günstig. Den Preis habe ich leider nicht im Kopf. Da müsst ihr schon auf der Internetseite, die hier unten eingeblendet ist es, nachgucken. Aber ich glaube, die sind im Moment irgendwie im Angebot für unter 5 Euro, um 5 Euro oder so ähnlich. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an tradingship.at für diese coolen Ventilatoren. Und zwar habe ich jetzt mal spaßeshalber das Ganze hier so aufgebaut, dass es von alleine steht, weil ist ja sehr knickbar. Und habe das Ganze dann nochmal angeschlossen. Das werde ich euch jetzt auch nochmal demonstrieren. Und dann müsst ihr mal auf den Ventilator als solches achten. Er fängt an, sich zu bewegen und macht ein bisschen Lärm. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall irgendeine Unterlage, die das Ganze dämmt oder dämpft. Und dazu werde ich natürlich einfach mal ganz klassisch mein Mikrofasertuch hier auspacken und schauen, ob das dann den Effekt behebt. Aua! Das wäre dann der nächste Test. Ich greife da nämlich jetzt gleich mal rein. Also so geht's. Er bleibt stehen, macht keinen Lärm, außer natürlich die Rotationsgeräusche. Und jetzt werde ich da einfach mal reinfassen. Also Verletzungsgefahr ist auch keine, weil das zeige ich euch auch nochmal ganz nah. Die Dinger hier sind aus ganz dünnem, einfachen Kunststoff. Ne? Könnt ihr auch mal sehen, hier ganz dünn. Also Verletzungsgefahr besteht auch keine. So, der Vollständigkeit halber sei das auch noch angemerkt.
Und ich sag euch mal eins, und zwar den hier, original verpackt, könnt ihr in diesem Video gewinnen. Und zwar ganz einfach USB minus euer Kommentar. Ihr dürft so oft kommentieren, wie ihr wollt, ist mir relativ wurscht. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr nicht zu schnell zu viele Kommentare schreibt, denn dann wird YouTube euch als Spam markieren, dann sehe ich die ganzen Dinger nicht, also die Kommentare, und dann habt ihr leider verloren sozusagen. Ja, das war's eigentlich auch schon. Die anderen drei wandern ins große 10.000 Abonnements Giveaway, was demnächst irgendwann stattfinden wird, weil ich ja derzeit 9.000 Abos geknackt habe. Also seht das Ganze hier mal als 9.000 Abos Giveaway. Einen schönen, coolen Ventilator für den Sommer. Ideal. Vielen Dank an TradingShip.at. Habe ich, glaube ich, jetzt schon das dritte Mal gesagt. Aber naja, was soll's. Bis dahin und bis neulich. Wir sehen uns im nächsten Video. Jay Boomviertal, alle anderen, keep on rocking. Bis dahin und bis neulich. Viel Glück und keep cool. Silikon, so ein Blitzer liebt. Aua!